Okay. Ich muss das auf jeden Fall mit dem Fliegen nochmal machen. Zuerst mal was gucken bei der benutzerdefinierten Wegmarke. Man kommt nicht gerade schnurstracks zu ihr. Das werden wir auch noch machen. So zwei Rätsel, da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Vielleicht mache ich die mal mit der Karte. Ich will kurz was gucken. Spring mal hier runter. Ich wollte nur mal kurz was überprüfen. Okay. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Riddler-Trophäen-mäßig. Aber kann sich verirren, ne? Ich meine nämlich, ich finde dort hinten die nächste Leiche ohne Identität. Ich bin mir grad. Aha. Haben wir den schon? Noch ein Opfer. Irgendwann begeht der Mörder einen Fehler. Vielleicht war es diesmal schon so. Nein, weit. Den hatten wir noch nicht. Auch diesem Opfer wurde mit chirurgischer Präzision die Gesichtshaut entfernt. Diese Sorgfalt lässt darauf schließen, dass der Mörder sich mehr um das sorgt, was er mitnimmt, als um das, was er zurücklässt. Ich scan's doch. Es hat sich jemand viel Mühe gegeben, um seine Spuren zu verwischen. Man hat Bleiche eingesetzt, um sämtliche forensischen Spuren am Tatort zu vernichten. Manchmal ist es gar nicht nötig, Beweise zu finden. Ich filtere nach Partikeln von Bleiche und versuche herauszufinden, wer da so dringend seine Spuren verwischen wollte. So, jetzt wird's ziemlich lustig. Wir kommen dem Identitätsdieb auf die Spur. Ich muss nur diese Bleichen-Spur hier folgen. Ich komme auf die Spur, ich muss der Spur folgen. War ich hier schon drin, ne? Ja, das sieht ganz danach aus. Oh, hier hat jemand Handabdruck hinterlassen. Hier den nächsten. Jetzt werden wir den Typi finden. Na, da hinten ist ja jemand. Was, du Kunde, das? Du hast diesen Mann getötet und seine Leiche hier hinten abgelegt. Was ist mit seinem Gesicht? Ich war das nicht, ich habe ihn nur hergeschafft. Er hat gesagt, ich soll ihn mit Bleiche sauber machen. Wer hat das gesagt? Wayne, du weißt schon, der reiche Sack. Du lügst mich an. Oh nein, in der Nähe vom Gericht ist eine Gasse. Da hängt der Kerl rum. Der ist irre, glaub mir, dem willst du nicht begegnen. Und Nacht. So, angeblich war das also Bruce Wayne. Dann werden wir doch mal herausfinden, ob das denn auch stimmt. Denn anscheinend treibt jemand Schabernack mit diesem Namen. Das geht ja mal gar nicht an. Jemanden zu vermöbeln? Nee. Ich wollte jemanden hauen. Hier haben wir wieder. Drucker hat Vicky Vale eine Eilmeldung geschickt. Per Rakete. Zeit zum Start. Oh shit. Ich hab ihn. Er ist hier. Du hattest ihn. Guck, jetzt hast du ihn nicht mehr. Und Nacht. Okay, also. Was geht hier hinten ab? Hä? Hä? Ja, eigentlich sind wir an diesem Versteck schon mal vorbeigegangen. War eine Tür, die ich nicht öffnen konnte. Ihr erinnert euch. Und zwar hier drinnen. Dann wollen wir mal schauen, wer da sein Unwesen treibt. Hier ist auch so ein Crank-Teddybär. Er wird geortet. Ah, hier müsste. Genau, hier liegt eine Tonbandaufzeichnung. Dies sind die Aufzeichnungen von Dr. Thomas Elliott. Meine Arbeit ist vollbracht. Die Schmerzen, auch wenn sie noch anhalten, waren es wert. Er wird für das, was er mir angetan hat, leiden. Er wird leiden, wie ich gelitten habe. Als ich in den Spiegel sah, begriff ich, wie Leonardo sich gefühlt haben muss, als er die Mona Lisa schuf.
was Michelangelo empfand, als er David vollendete. Meine Arbeit hat zu viel Zeit in Anspruch genommen, aber jetzt wird das Meisterstück enthüllt. Mein neues Gesicht ist fertig. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich vermute, du bist hier, um mich aufzuhalten. Was glaubst du wohl? Ich glaube, du kommst zu spät. Du bist ein Mörder, ein Psychopath. Ich werde dich aufhalten. Wirklich? Aber du siehst aus wie... Bruce Wayne? Es hat seine Zeit gedauert, die perfekten Spender zu finden, das Fleisch zu transplantieren und letztendlich mich selbst auszulöschen, um das zu erschaffen. 6 Menschen sind gestorben. Leider war es nötig, um meinen Plan durchzuführen. Warum? Glaubst du an die gute alte Rache? Um ehrlich zu sein, ist es mir völlig egal, ob du das tust. Wayne wird leiden und du wirst mich nicht aufhalten. Wie ich sehen kann, hast du mit Arkham City schon alle Hände voll. Es ist Zeit für mich zu gehen. Bete, dass wir uns nie wiedersehen. Beim nächsten Mal werde ich nicht so großzügig sein. Diese kranke Sau. Hier gab es, glaube ich, irgendwo noch ein Rätsel. Egal, wir machen erstmal hier auf. Ja, das war Thomas Elliot, Hush, der Identitätsdieb. Sportdrossel. Hat sich das Gesicht von Bruce Wayne angeeignet. Wir gehen gleich raus, ich will kurz was gucken. Jetzt gucke ich mal mit Karte. Dieses Rätsel ist im Innern des Gebäudes. Nur welches? Okay, da bin ich mir jetzt mal nicht sicher, da mache ich mal ausnahmsweise mal. Und, warte mal, sind wir eigentlich in der Park Row oder wozu zählt das? Das zählt zur Park Row. So. Du warst gewarnt. In dieser Gegend ist nicht nur der Geisteszustand. Man kommt nicht gerade. Du warst gewarnt. In dieser Gegend ist nicht nur der Geisteszustand der Leute instabil. Am Zimmer ist es nicht, Industriegebiet ist es nicht, U-Bahn ist es nicht, Bowery. Das ist halt Bowery, ne? Okay. Hier soll ein Rätsel sein. Vielleicht hier? Oh, das ist doch draußen gewesen. Hm. Warte mal, stehe ich denn eigentlich beim Rätsel? Nicht ganz. Wenn ich da lang gehe, stehe ich immer nicht da. Also dann ist es doch draußen. Du kannst die Identitätsdieb-Akte schließen, Oracle. Hast du ihn geschnappt? Nein, leg eine neue Akte für einen Dr. Thomas Elliot an. Ich werde die Details seiner Operation hochladen. Elliot? Der berühmte Chirurg? War der nicht mal befreundet? Waren wir. Ist sehr lange her. Dann war er der Identitätsdieb? Sekunde. Hier steht, er hätte die Gesichter, die er gesammelt hat, dazu benutzt, um dein, ich meine das Gesicht von Bruce Wayne, nachzubilden. Ist er bescheuert? Nichts für ungut. Schnappst du ihn dir? Er ist fort, hat Arkham City verlassen. Ich werde mich morgen um ihn kümmern. So, damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Wollen wir mal das Ganze verlassen? Jetzt gucke ich doch mal, welches Rätsel sich hier aufhalten soll. Jetzt bin ich schon mal neugierig. Aber wenn es im Gebäude gewesen wäre, hätte es gestanden im Gebäude drin. Was ist das denn mit meinem Rücken? Was haben wir denn da oben? Mal hoch. Ach so, Catwoman. Man kommt nicht schnurstracks zu ihr hin. Da muss ich, glaube ich, ihre Wohnung scannen. Lass doch mal los. Na? Man kommt nicht gerade schnurstracks zu ihr hin. Alles klar. Ich war etwas leicht verwirrt, was das sein könnte. So, jetzt gehen wir auf der Karte mal was nachschauen. Ich meine nämlich, hier irgendwo müsste ich den geheimnisvollen Beobachter abschließen können.
haben schon ordentlich was geleistet. Ich werde trotzdem ein paar weitere Rätsel machen und ich versuche mich dann auf jeden Fall, wenn ich dann in die Nähe von Jokers Stahlwerk nochmal bin, nochmal an diesen 30 Metern. Eigentlich müsste es rein theoretisch mit einem der ehemaligen, wie heißt's, mit einem von den ER-Einheiten. Oh, cool, ich habe ihn, glaube ich, schon gesehen. Tatsächlich, hier steht er. Haha, hallo. Der Augenblick naht. Bald schon tritt die Wahrheit zutage. Geile Sache. Und du teleportierst dich wieder. Hey. Scans. So. Damit können wir auch dieses Rätsel so gut wie abschließen. Alle Symbole bilden ein Hauptsiegel, das so aussieht, als würde es auf die Karte von Arkham City passen. Ja, ich muss es jetzt so drehen, dass seine Aufenthaltsorte sich mit den Punkten hier überschneiden. Und dann, das hat noch nicht ganz gepasst, aber so passt's. Die Symbole haben eine Stelle auf der Karte von Arkham City markiert. Die Stelle, wo sie sich alle schneiden, dort finde ich ihn. Das ist der Treffpunkt des geheimen Beobachters. Da wollen wir jetzt hin. Dann schauen wir mal, dass wir ein paar Rätsel hier abschließen. Zu sehen, dass wir vielleicht bald auch wieder was vom Riddler machen können. Dann wird endlich mal wieder Zeit, zum Stahlwerk zu gehen. Es geht jetzt ratzfatz mit Mission abschließen. Schon viel geleistet. Tada, jetzt ist hier doch was an der Kirchenwand. Sieht aus wie ein Tempelgitter, wa? Ich wusste, du würdest mich finden. War nicht schwierig. Du hast mir eine Karte dagelassen. Wer bist du? Was willst du? Wieso beobachtest du mich? Uns hat man schon viele Namen gegeben, aber für dich bin ich Azrael, der loyale Diener des Ordens von Saint-Dumas. Das hat mir gerade noch gefehlt, ein weiterer Geheimbund. Ich überbringe eine Nachricht. Finstere Tage ziehen heran, Batman. Die Prophezeiung wird wahr. Du bist der Krieger, der die Pforten der Hölle schließen wird. Du bist derjenige, der das Unheil aufhält und damit Ereignisse in Gang setzt, die du nicht ändern kannst. Aus der Asche von Arkham werden Flammen des Zorns schlagen, die Gotham verbrennen. Und du wirst ebenfalls brennen. Ich glaube nicht an Märchen. Glaube, was du willst. Die Nachricht wurde überbracht. Wir sehen uns wieder. Halleport! Oh, Junge. Hast du mir da gedacht, dass ich Nichtraucher bin? Okay. Azrael identifiziert. Und damit hätten wir das auch. Ah, da komme ich, glaube ich, noch nicht hin. Oder? Warte mal. Nein, das soll ich elektrisch aufladen. Und wo kriege ich den Strom dafür her? Aha, Tiger-Kamera stört mich. Hier muss ich irgendwo an Strom rankommen, ja? Um diesen Kasten da zu überladen. So bringt es nichts. So komme ich ja nicht hin. Okay, das muss ich woanders mal machen. Da fehlt, glaube ich, noch was. Oder? Warte mal, habe ich die da hinten schon? Nee. Vielleicht gucke, wo ich die finde. Ich hatte ja eh gesagt, dass wir uns jetzt nur ein paar Riddler-Aufgaben kümmern. Oh. Hier ist Holly Party. Lass uns mal fallen. Da will ich nicht hin. Stattdessen. Oh, hier können wir das bitte. Okay, jetzt schauen wir doch mal. Was ist denn hier das nächstgelegene Rätsel? Jetzt werden wir mal die Rätsel erstmal angehen. Hey. Ich hab nicht gesagt, dass du raus sollst.
Jetzt machen wir mit der Karte so viele Rätsel zur Not, wenn ich in der Sache nicht komme, dass wir zumindest die nächste Riddler-Geisel uns holen können. Ah ja, beantworten lässt sich aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Das ist total bescheuert. Meiner Meinung nach da hinten an dem Tor dran. Wenn ich das geschehen hatte, oder? War das das? Fragezeichen? Doch, da ist es tatsächlich. So. Und das müsste gehen. Alles klar. Ich meine, auch da hinten in der Nähe, wo Poison Ivy ist, müsste ich eigentlich auch ein Rätsel machen können. Man hat das nicht annehmen wollen. Dann wollen wir das da nochmal angehen. Ja, jetzt werden wir ein bisschen viel backtracken hier. Und Sachen aufräumen. Ich meine, ich müsste sie scannen. Aber warte mal, laut der Karte ist hier ein Rätsel. Ich glaube, ich sehe schon, was ich da scannen muss. Diesen Behälter da unten. Genau, wenn man die Personalie so reingepackt. So. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Ah, ich weiß, was wir machen. Wir gucken uns jetzt unterhalb des GCPD-Gebäudes mal um. Na komm schon, spring! Warum springst du in den Truppbett? Was soll der Quatsch? So. Das ist nicht hoch genug. Ach, ich weiß nicht, was ich versuche. Batman gesichtet. Ja. Ich gebe euch extra eine Late-Night-Vorstellung wieder mal. Weil ihr euch daran aufgeilt und nicht genug von kriegt. Das ist vielleicht nicht. Das wird vielleicht stief genug. Obwohl ich muss da auch so irgendwie da reinkommen. Warte mal. Ne, ich komme so nicht da rein. Okay. Ich muss es anders versuchen. Ich brauche etwas für diese Höhe. Von da versuchen. Halt! Das ist das alte GCPD-Gebäude. Wieder mal. Jetzt muss ich da unten halt irgendwie reinkommen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Ich weiß, glaube ich, wie. Von hier, das ist nämlich niedriger. Ganz an den Wand. Ganz an den Wand. Können wir noch weiter? Nee, okay. Ich muss mal überhaupt gucken, dass ich es. Na, eben hatte ich es doch irgendwo hin ausrichten können. Ah, da ist ja auch noch was, eine Druckplatte. Hey! Arsch mich doch. Gucken wir uns erstmal die da an. Eine Druckplatte. So, was soll ich damit machen? Ich soll gegen die fliegen. Irgendwie war das klar. Das war zu niedrig. Damit kommen wir auf keinen grünen Zweig. Hopp, zieh dich hoch. Jetzt noch einmal an. Ah. Zum Schlüsselforscher aber nicht versuchen.